Die Felsenthermen von Wals im schweizerischen Graubünden. Zwischen 1993 und 1996 von Peter Zumthor gebaut. Versteckt in einem anmutigen Tal gelegen, erschließt das Dorf Wals seit dem letzten Jahrhundert eine Quelle warmen Thermalwassers. Ein Abfüllwerk versorgt das gesamte Land mit dem Walser Wasser. In den 60er Jahren errichtete ein deutscher Bauträger einen Hotelkomplex mit 270 Zimmern, verteilt auf 5 Gebäude. Er plante sogar einen Flughafen. Doch dann meldete er Konkurs an. »1986 erwarb die Gemeinde die Hotels und beschloss, an dieser Stelle ein Thermalbad errichten zu lassen, mit dem man neue Gäste anziehen wollte. Die Gemeinde beauftragt eine Kommission mit dem neuen Projekt. Deren Mitglieder haben jedoch keine konkrete Vorstellung über Form oder Funktion des Gebäudes. Eines jedoch ist sicher, es soll zwischen den 5 bereits bestehenden Hotels errichtet werden, genau an der Stelle, an der die Quelle hervorsprudelt.« Die Kommission, zu deren Mitgliedern der Steinbruchbetreiber, der Revierförster, der Leiter des Seilbahnunternehmens und ein Angestellter des Abfüllwerkes gehören, erweist sich als ein, wie es in der Architektur heißt, eigenwilliger Kunde. Die Vorschläge des Zürcher Planungsbüros verwerfend, nimmt sie das Risiko auf sich, die Gemeinde mit 100 Millionen Franken zu verschulden und sich für einen Architekten zu entscheiden, der bisher kaum etwas gebaut hat, Peter Zumthor. Und dann kam dann langsam die Idee, dass wenn wir das Baden an diesem Ort neu denken und uns vorstellen, wo die heiße Quelle, wo die entspringt und alles, ein Gebäude zu machen, das mehr mit der Topographie und der Geologie des Ortes zu tun hat und nicht mit dem formalen Aussehen des unmittelbaren Nachbars. Das heißt, irgendwann entsteht dann die Idee zu sagen, das ist ein Bad, das gehört zum Berg, so wie die heiße Quelle zum Berg gehört, das Wasser da herauskommt. Und irgendwie hat das ja auch geologische Zeitdimensionen, also so irgendwie wie, ich weiß das nicht genau, aber das spürt man also wie Millionen von Jahren und so weiter. Das heißt, das gab uns die Möglichkeit, eine Haltung zu finden, wo das Gebäude fast ausschaut, das wäre schon immer hier gewesen, schon bevor alle anderen Bauten gebaut wurden. So. Um den Gästen des Hotels die Aussicht zu erhalten, untersagte die Kommission dem Architekten, in die Höhe zu bauen. Er entscheidet sich für ein Gebäude, das zur Hälfte in den Berg eingelassen wird. Das mit Gras bewachsene Flachdach vollendet seine Verschmelzung mit der Landschaft. Einzig das geometrische Muster auf dem Dach verrät seine Anwesenheit. Die einzige den Bergen zugewandte Fassade der Thermen ist aus Stein gebaut, aus jenem Gneis, der in dem unweit gelegenen Steinbruch gewonnen und seit Jahrhunderten für die Dächer der Walser Chalets verwendet wird. Ein kristallines Gestein, das sich in feine Platten schneiden lässt und große Temperaturunterschiede aushält. Die Fassade wird von großen Öffnungen durchbrochen, Fenster und Terrassen, keine Türen. Das Gebäude ist nur über den Hotelkomplex erreichbar, mit dem es durch einen unterirdischen Gang verbunden ist.
Das Areal des Thermalbades gliedert sich um zwei große, unregelmäßig geformte Becken. Eines befindet sich innerhalb des Gebäudes, das andere außerhalb. Von hohen Wänden umrandet, scheint das Außenbecken in das Gebirge eingelassen zu sein. Flachsteine und Wasserpflanzen geben ihm das Aussehen eines Naturbeckens. Es wird über die Quelle mit warmem Thermalwasser versorgt. Die Temperatur beträgt 32 Grad, genau wie im Innenbecken. Der Wechsel von einem Becken zum anderen ist wie der Übergang von einem offenen in einen geschlossenen Raum mit seinem Spiel von Licht und Schatten. Die Anlage bietet 150 Personen Platz. Den Hotelgästen, die freien Zutritt haben, den Einwohnern, für die es einen Spezialtarif gibt, und den Tagesgästen. So zieht Weiß auch neue, jüngere und weniger wohlhabende Gäste an. Sie kommen nicht wegen der heilenden Wirkung des Wassers, sondern um sich zu entspannen und zu erholen. Meine Art des Architekturmachens oder Erfindens beginnt wohl immer mit einem starken Bild, nicht nur mit einer Idee. Also es ist immer eine Idee, zu der auch ein starkes Bild gehört, mit der Vorstellung eines körperhaften, physikalischen Ereignisses, also keine rein abstrakte Idee. Und diese ersten Bilder, die sind naiv, in einem fast kindlichen Sinne naiv, die sind mir auch lieb. Und dann im ganzen Weg der Entwicklung des Gebäudes muss ich schauen, dass auf der einen Seite das geschieht automatisch, dieses Bild entwickelt sich zur Architektur eigentlich und zu einer eigenständigen Architektur. In diesem Fall war die erste Idee, wir höhlen im Berg und wir eröffnen einen Steinbruch. Ja? So wie wenn das ein Steinbruch wäre und dann bleiben dann Blöcke übrig. Ja? Und dann kann man auch mal, man kann von oben nach unten höhlen, kann man aber auch seitlich höhlen, dann bleiben auch so etwas wie Dächer oder Dachpartien stehen. Die Fassade mit ihrem Wechsel von Massiv- und Hohlräumen offenbart die Bauweise des gesamten Gebäudes. Es setzt sich aus 15 einfachen Blöcken zusammen, aus steinernen Quadern. Diese Blöcke sind alle von unterschiedlicher Größe und tragen jeweils einen Teil des überstehenden Daches. Die überhängende Betonplatte wird von Metallkabeln, die die Spannung auf den Boden verlagern, in der Waagrechten gehalten. Die Spannstangen sind unsichtbar von einer zweiten Betonschicht bedeckt oder zwischen den Steinschichten in den Seitenwänden in Beton gegossen. Das gesamte Gebäude bedeckend fügen sich die Teile des Daches wie ein Puzzle zusammen, während die kleineren Blöcke darunter den Boden nicht völlig ausfüllen. Durch die Hohlräume, die auf diese Weise entstehen, wird das gesamte Gebäude begehbar. Die Blöcke bilden gleichzeitig die Fassade. Keines der Dachstücke berührt das andere. Die Teile des Puzzles sind jeweils durch 8 cm breite Zwischenräume getrennt. Trennfugen aus Glas schützen vor jeglicher Infiltration. Im Gebäudeinneren ergibt sich ein zweifacher Eindruck. Das Dach wirkt einerseits sehr schwer, aber dennoch scheint jeder,
von einem Lichtkranz umrandete Teil im Leeren zu schweben. In jedem Block hält Peter zum Tor eine Überraschung bereit. Da ist zum einen die Behaglichkeit im Innern, die im Kontrast zu der massiven äußeren Form steht. Die Farben der Seitenwände und der Terrazzo des Fußbodens durchbrechen das steinerne Grau des großen Blockes. Und schließlich inszeniert der Architekt eine einzigartige Begegnung mit dem Wasser, einen Sinneseindruck und nur einen einzigen pro Block. Die Empfindung heiß, das bedeutet 42 Grad Wassertemperatur auf der Haut, korrespondiert mit der Farbe Rot. In anderen Blöcken kann man sprudelndes Wasser entdecken. Wasser mit Blütenblättern. Wasser, das man trinken kann. Man kann der Musik der Steine lauschen, ein Dampfbad nehmen oder sich im kalten Wasser bei 14 Grad baden. Von einem Block zum anderen stellt jeder seinen eigenen Rundgang zusammen und kann sich je nach Belieben sämtlichen Erfahrungen mit dem Wasser hingeben. Architektur hat einen Körper und dieser Körper ist physikalisch, der ist da. Mich interessiert die konkrete Architektur. Die virtuelle Architektur auf Papier oder am Fernsehen oder so, die interessiert mich weniger, eigentlich überhaupt nicht. Oder vielleicht als Idee oder so. Also ich finde es unglaublich, Räume zu haben, mit einer bestimmten Präsenz und Stimmung. Die sind dann umgeben von bestimmten Materialien und das Gehäuse. Das ist dann wie ein Instrument. Mit diesen 5 Meter hohen Blöcken erschafft der Architekt eine Landschaft aus Felswänden, aus Gebäudefluchten, die weit über unseren menschlichen Maßstab hinausgeht. Diese großen einfarbigen Steinplatten sind mehr als eine fensterlose, glatte Masse. Die Wände sind das Ergebnis einer methodischen Aufeinanderschichtung von Platten unterschiedlicher Höhe. 60.000 auf die Länge 1 Meters geschnittene Steine. 60 Kilometer Stein. Jede Steinschicht durchmisst das gesamte Gebäude, wobei sie jeweils die gleiche Höhe wahrt. Die Platten scheinen verschieden stark zu sein. Die Reihenfolge, in der sie aufeinander gestapelt sind, könnte willkürlich sein. Aber das ist nur eine Illusion. Es ist in der Tat das Zusammenspiel von 3 Bauelementen unterschiedlicher Stärke, deren Summe jedoch immer 15 cm bilden. Die unterschiedliche Reihenfolge der Elemente schafft eine große visuelle Vielfalt, ohne dabei die Konstruktion zu erschweren. Peter Zumthor hat eine große steinerne Partitur geschaffen, deren Maßstab jedoch der menschliche Körper ist. Die riesigen Felswände überragen uns, aber durch die dünnen Steinschichten wird ihre Bedrohlichkeit wieder aufgehoben. Dieser räumliche Effekt ist jedoch nur ein Teil dieser Inszenierung, der Inszenierung unseres Platzes im Universum.
Durch diese wiederholte Gegenüberstellung, in der wir ungeschminkt vor dem großen Schauspiel der Berge stehen, konfrontiert uns der Architekt mit unseren eigenen Grenzen. Baden als ein fast mystisches oder mythologisches Ritual der Reinigung und Entspannung. Ja? Was eigentlich im christlichen Glauben, da spürt man das noch ein bisschen so mit Taufe und so. Darum, man verwandelt sich, man zieht die Alltagskleider aus und macht einen fast rituellen Ort, wo man sich der Kleider entledigt. Und nachher kommt man in eine neue Welt, was so um Haut und Stein und Wasser in verschiedenen Temperaturen und Licht und Schatten und Wasser und verschiedene Akustik, verschiedene Oberflächen, die man auf der Haut empfindet und so weiter. Dass dies ein ungeheurer Reichtum ist, der aber eigentlich formal sehr einfach und wesentlich sein kann. Ja? Halb Stein, halb Wasser unterliegt das gesamte Erlebnis des Gebäudes diesem regelmäßigen Wechsel von Kargheit und Sinnlichkeit. Von der Bewegungslosigkeit parallel verlaufender Geraden und der Bewegung des Wassers, dem Wechsel von eintönigem Grau mit dem Spiel des Lichtes. Nach Einbruch der Dunkelheit verändert sich alles. Das Licht kommt aus dem Wasser. In den Becken und in den Steinblöcken scheint alles möglich zu werden.
Also ich persönlich glaube, dass wenn menschliche Anstrengung ein Werk hervorbringt, einen Roman oder ein Gedicht oder ein Streichquartett, dass das im Glücksfall eine eigene Welt, einen eigenen Kosmos bildet und ein besonderes Verstehen aufbaut. Eine besondere Sicht und ein besonderes Gefühl aufbaut, in sich geschlossen von etwas, in das ich dann eindringe. Und wenn ich in das eindringen kann, und wenn mir das gefällt und zusagt, dann komme ich wie in einem guten Film für 1,5 Stunden in eine ganz spezifische Welt, geprägt von jemandem, der das für mich erdacht, erfunden und erfüllt hat. So. Und das ist für mich eine schöne Definition von guter Architektur, dass sowas geschieht. Wenn es Freiheit belässt, aber das ist natürlich eine Ambivalenz. Der Architekt wollte die Zeit draußen lassen, aber der Kunde wünschte unbedingt eine öffentliche Uhr. 3 Monate nach der Eröffnung der Thermen gab Peter zum Tor nach und ließ 2 dünne Messingstangen setzen, deren Umfang kaum größer ist als eine Taschenuhr. Hier kann der ängstliche Badegast die Uhrzeit ablesen. Noch eine letzte Beschreibung dieses Bauwerks, bei dem der Architekt es auf einzigartige Weise verstand, Anspruch und Wirklichkeit miteinander zu verbinden. Wie ein Weltenschöpfer hat der Architekt ein Universum geschaffen, in dem alle Sinne angesprochen werden. Kein Eindruck steht für sich allein. Warm und kalt, eine Mischung aus Behaglichem und Erhabenem. Dieser Reichtum an Inszenierungen verbirgt unter scheinbarer Kargheit große Meisterhaftigkeit. Hier fällt es schwer, sich dem Architekten zu entziehen.